Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns in diesem Hause weitgehend einig darüber, dass wir diesen Haushalt in einer schwierigen europäischen und in einer schwierigen internationalen Lage vorlegen. Es ist gerade 3 Jahre her, da hatten wir den stärksten Wirtschaftseinbruch in der Geschichte unseres Landes, 5% des Bruttoinlandsprodukts. Wir mussten im Jahr 2010 einen Krisenhaushalt mit einer Neuverschuldung von über 80 Milliarden Euro vorlegen. Das war die höchste Neuverschuldung, die je in einem Haushalt stand. Und wir konnten sagen, 2011 konnten wir als erstes großes Industrieland das Vorkrisenniveau wieder erreichen. Das alles hat in den letzten 3 Jahren stattgefunden. Es ist gelungen, was wir gerne wollten, dass Deutschland stärker aus der Krise herauskommt, als es hineingegangen ist. Und dazu haben viele einen Beitrag geleistet. Das wurde in der Großen Koalition begonnen, aber die christlich-liberale Koalition natürlich auch. Und wir konnten Fehler korrigieren in dem schon benannten Wachstumsbeschleunigungsgesetz, in dem wir eben mehr für Unternehmen gemacht haben, in dem wir Erbschaften besser gestellt haben und damit Unternehmen das Verbleiben im Lande ermöglicht haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, diese Erfolgsbilanz darf man ja mal aussprechen. Und ein nüchterner Blick auf die Fakten zeigt, diese Bundesregierung ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung, meine Damen und Herren. Sie ist, ich will das auch gerne begründen, sie ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Weil wir, und das ist für die Menschen im Lande schon wichtig, sollte man jetzt hier im Raum mal nicht vergessen, den tiefsten Stand der Arbeitslosigkeit nach der Wiedervereinigung haben. Das bedeutet mehr Teilhabe für Millionen von Menschen, von Bürgerinnen und Bürgern und ihren Familien, meine Damen und Herren. Wir sind die erfolgreichste Bundesregierung, weil wir mehr für Forschung und Bildung ausgeben, als es jemals geschehen ist seit der Wiedervereinigung. Und das bedeutet mehr Chancen für junge Menschen. Wir sind die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung, weil es noch nie, ich glaube sogar über die Wiedervereinigung hinaus, eine solche Entlastung für die Kommunen in unserem Lande gegeben hat, meine Damen und Herren. Und wir arbeiten an 2 ehrgeizigen Projekten, einmal dem der Energiewende. Da kann ich nur sagen, als Sie damals den Ausstieg unter Rot-Grün für 2022 veranlasst haben, da haben Sie sich um keinerlei Vorsorge, was Leitungsbau, EEG und anderes anbelangt, gekümmert, meine Damen und Herren. Und wir haben an einer anderen Stelle akzeptiert, dass die Realität sich geändert hat. Wir haben die Wehrpflicht ausgesetzt. Wir bauen die Bundeswehr um. Das ist eines der ganz großen Projekte, die für unser Land wichtig sind, meine Damen und Herren. Und nebenbei konnten wir noch einen Freiwilligendienst einführen, der seinesgleichen sucht und das Ehrenamt sehr viel stärkt in unserem Land. Das heißt, die Menschen können sich auf uns verlassen, aber sie können auch darauf bauen, dass wir in die Zukunft blicken, dass wir wissen, eine gute Situation heute muss jeden Tag wieder auch für das Morgen erarbeitet werden. Und das in 3 Bereichen: solide Finanzen, Solidarität mit den Schwächeren in der Gesellschaft und Erhaltung und Festigung der Wettbewerbsfähigkeit. Beginnen wir einmal mit den soliden Finanzen. Die Neuverschuldung ist heruntergekommen auf ein Niveau von 17,1 Milliarden Euro. Das heißt, wir erfüllen 3 Jahre, bevor die Schuldenbremse das von uns verlangt, die strukturelle Neuverschuldung auf 0,35% zu setzen. Das sucht seinesgleichen zum Beispiel bei den Ländern, meine Damen und Herren, und zeigt, was der Bund hier leistet. Zweitens.
Erstens sagen wir, und das haben wir in dem schon genannten Koalitionsausschuss festgelegt, wenn die wirtschaftliche Lage sich vernünftig weiterentwickelt, dann werden wir 2014 daran arbeiten, dass die strukturelle Neuverschuldung noch einmal zu senken, und zwar auf null. Auch ein ambitioniertes Ziel. Und 2016, das können Sie der mittelfristigen Finanzplanung entnehmen, wollen wir die Neuverschuldung auf null geführt haben. Das wäre das erste Mal seit über 40 Jahren. Das ist unser Blick in die Zukunft, meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der ist vernünftig. Wir wissen aber, solide Finanzen sind natürlich kein Selbstzweck, sondern es geht letztendlich darum, was haben die Menschen im Lande davon. Neben der Tatsache, dass wir zukunftsfähiger werden, wenn wir weniger neu uns verschulden, wenn wir langfristig Schulden abbauen, ist natürlich eines der wesentlichen Resultate der guten Situation auf dem Arbeitsmarkt, dass in den letzten Jahren auch die Einkommensungleichheit gesunken ist. Und das zeigt sich daran, dass wir sehen können, dass zum Beispiel zwischen 2005 und 2010 1.100 Euro pro Haushalt mehr im Osten und 600 Euro mehr im Westen inflationsbereinigt zur Verfügung stehen. Und diese Entwicklung setzt sich jetzt gerade fort, meine Damen und Herren. Einkommensungleichheit wird verringert, indem wir mehr Menschen in Arbeit bringen. Das ist die Lehre aus den letzten Jahren. Und dieser Kurs muss fortgesetzt werden. Ich weiß, dass das, was wir heute als eine gute Situation in unserem Lande darstellen können, ganz wesentlich von den Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, von den Unternehmern in unserem Lande erarbeitet wurde. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Mit viel Leidenschaft, mit viel Herzblut, mit viel Ausbildung und allem, was dazugehört. Aber ich sage gerade deshalb, bedeuten solide Finanzen natürlich auch, dass wir da, wo wir den Menschen Freiräume eröffnen können, sie ihnen eröffnen. Und was wir geschafft haben, sind zwei Dinge. Einerseits die soziale Sicherung, auf die wir stolz sein können in diesem Lande, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, die Arbeitslosenversicherung zu stärken und in ihrer Aufgabenerfüllung natürlich zu ihnen die Aufgabenerfüllung zu ermöglichen und gleichzeitig da, wo es möglich ist, den Kurs fortzusetzen, durch Entlastung von Lohnzusatzkosten wieder mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist genau der Kreislauf, auf den wir setzen, weil wir den Menschen im Lande etwas zutrauen, meine Damen und Herren. Das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Und deshalb sagen wir, ja, wir senken den Rentenversicherungsbeitrag, so wie es im Übrigen die rechtliche Lage erfordert, weil wir natürlich wissen, dass wir langfristig große Herausforderungen haben, weil wir aber auch wissen, dass wir gerade jetzt in einem sehr fragilen Umfeld arbeiten und alles, was Entlastung möglich macht, wieder wachstumsfördernd wirkt. So haben wir es im Übrigen auch mit dem Gesundheitsbeitrag in der Großen Koalition gemacht. Das nur mal zur Erinnerung, meine Damen und Herren. Und wir haben etwas abgeschafft. Auch das war der letzte Koalitionsausschuss, was ja offensichtlich von allen auch befürwortet wurde. Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, seines Zeichens ein Mitglied der SPD-Fraktion, hat darauf hingewiesen, dass es selten vorkommt, dass in so großer Einmütigkeit Entscheidungen getroffen werden. Wir haben die Praxisgebühr abgeschafft. Meine Damen und Herren, da sagen Sie einfach mal Danke an die FDP, die das ermöglicht hat. Und meine Damen und Herren, wir haben gleichzeitig einen Vorschlag gemacht, dass in einer Zeit, in der die Einkommen nach langer Lohnzurückhaltung in Deutschland wieder steigen, wir nicht die Steuern senken, sondern weiter nichts machen, als den Menschen das, was durch die Erhöhung des Grundfreibetrages an zusätzlicher Progression und an Inflation auftritt, als ihnen das wieder zurückzugeben. Und Sie müssen mir einmal erklären, warum das gerecht ist, dass wenn der Staat sich etwas nimmt, was ihm eigentlich gar nicht gehört, sondern nur durch Nebeneffekte entsteht, wenn der Staat das den Menschen unterer und mittlerer Einkommen zurückgeben will, warum man just in diesem Moment denen, zum Beispiel Mittelständlern, die vielleicht etwas mehr verdienen, gleich noch mal die Steuern erhöhen muss. Mir leuchtet das nicht ein. Das ist nicht gerecht.
Oder um es andersherum zu sagen, lieber geben Sie denen der unteren und mittleren Einkommen nicht zurück, wenn Sie nicht denen der oberen was nehmen können. Das ist eine tolle Politik in Zeiten der ersten Reallohnzuwächse seit Jahren, meine Damen und Herren. Und das muss man hier einfach mal aussprechen. Und dann haben wir gesagt, unsere Vorstellung von Gesellschaft heißt, dass gerade die Kommunen auch Handlungsspielräume haben. In den Kommunen findet Politik nah bei Menschen statt. Und wir wissen, dass eine der großen Herausforderungen der Zukunft die demografische Veränderung ist. Wir wissen, dass das Thema Altersarmut ein Thema ist, was mit ansteigender Bedeutung Kommunen gerade beschäftigen wird. Und genau deshalb haben wir gesagt, wir übernehmen die Kosten der Grundsicherung auf den Bund, und zwar für alle Zeiten. Und das ist einer der großen Beiträge für mehr freiheitliche Politik in unserem Land, für mehr kommunalen Handlungsspielraum. Und das erkennen die Kommunalen Spitzenverbände ja auch an. Das sollten Sie dann auch mal tun, meine Damen und Herren. Und wenn wir über die zukünftigen Herausforderungen sprechen, dann ist mit Sicherheit die demografische Veränderung eine der ganz großen Herausforderungen für unsere Gesellschaft. Die Bundesregierung hat deshalb nicht nur die Lage analysiert, die Handlungsfelder, in denen wir agieren müssen, bestimmt, sondern wir haben uns an alle Mitstreiter in dieser Frage gewandt, haben im Übrigen auch sehr positive Antworten bekommen und werden jetzt die Demografiestrategie Schritt für Schritt umsetzen, zusammen mit Kommunen, mit den Ländern, mit den kommunalen Spitzenverbänden und anderen Akteuren. Aber wir haben natürlich auch bereits erste Schritte unternommen. Ich will hier nennen die Allianz für Menschen mit Demenz, die Demenzleistungen, die wir jetzt endlich in der Pflegeversicherung besser darstellen können, indem wir hier auch zusätzliche Leistungen anbieten, die Förderung der privaten Pflegevorsorge, um nur drei Punkte zu nennen, an denen wir ganz konkret beginnen, dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Und natürlich wissen wir, gerade in Zeiten einer Bevölkerungsentwicklung, in der wir mehr ältere Menschen haben, in der glücklicherweise die Lebensdauer auch länger ist, gilt es vor allen Dingen, den Familien den Spielraum und die Lebensmöglichkeiten zu geben, die Zukunft schaffen. Denn wir wissen, in Familien werden Werte vermittelt, die kann der Staat so nicht vermitteln. Und deshalb sagen wir, wir setzen auf Wahlfreiheit. Wir setzen auf Wahlfreiheit, deshalb haben wir das Betreuungsgeld hier besprochen, das haben wir ausführlich beschlossen, das haben wir ausführlich diskutiert, da möchte ich heute gar nichts dazu sagen. Und deshalb sagen wir, die Wahlfreiheit zeigt sich aber natürlich vorrangig darin, dass Deutschland über Jahrzehnte zu wenig Kinderbetreuungsplätze für unter Dreijährige hatte. Da hat Rot-Grün im Übrigen in den Jahren der Regierung gar nichts dran geändert. Da mussten wir erst mal kommen, meine Damen und Herren, dass man damit überhaupt mal angefangen hat. Ohne eine CDU-Arbeitsministerin in der Großen Koalition wäre es doch gar nicht dazu gekommen. Das müssen die Menschen im Lande doch mal wissen. Wir haben 4 Milliarden € dafür eingesetzt. Wir haben jetzt noch mal 580 Millionen draufgelegt. Wir zahlen die Betriebskosten und das alles trotz der Nichtzuständigkeit des Bundes, weil wir überzeugt sind, dass hier die Zukunft unseres Landes davon abhängt. Und nachdem wir nun verabschiedet haben, dass wir noch mal zusätzliches Geld in die Hand nehmen, sage ich auch im Einvernehmen mit der zuständigen Ministerin, jetzt ist es an den Ländern, auch wirklich das Ziel umzusetzen, was wir gemeinsam vereinbart haben, den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz zum 1. August 2013, meine Damen und Herren. Und natürlich müssen wir darauf achten, dass keine Generation über Gebühr belastet wird. Das wird uns in den nächsten Jahren ganz wesentlich beschäftigen, denn die jungen Menschen sind viel mobiler heute, als sie das früher waren. Das heißt, keiner kann gezwungen werden, in Deutschland zu arbeiten. Und deshalb müssen wir auf eine Generationenbalance achten. Und wir haben eine Situation, in der wir bis 2030 6 Millionen weniger Erwerbstätige haben werden. Wir haben eine Situation, in der das Verhältnis der Erwerbstätigen zu den Rentnern bis 2030 von heute 3:1 sich auf 2:1, also 2 Erwerbstätige auf einen Rentner, verändern wird. Und meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben darauf ja die richtige Antwort gefunden. Wir haben gesagt, wenn die Menschen länger leben,
dann müssen wir auch die Arbeitszeit verlängern. Und deshalb haben wir uns für die Rente mit 67 entschieden. Und ich rate uns allen dringend, den Menschen nicht Sand in die Augen zu streuen und heute wieder so tun, als wäre das alles nicht nötig, um mal bis 2020 zu warten und dann zu gucken. Dann werden die Einschnitte viel dramatischer sein, meine Damen und Herren. Stattdessen sollten wir doch mal das anschauen, was wir geschafft haben. 2001 arbeiteten 60- bis 64-Jährige in Deutschland mit 21%, also jeder Fünfte. Heute ist es, 2011 waren es 44,2%. Das heißt, wir haben die Zahl verdoppelt. Ich bin damit nicht zufrieden. Ich weiß auch, dass das bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen noch weniger ist. Aber sollten wir nicht diese Bewegung nehmen und darauf aufbauen, anstatt den Menschen einzureden, das wäre alles gar nicht nötig? Wir sagen nein, wir wollen, dass alle bis 64, 65 natürlich im Erwerbsleben sein können. Und da werden auch viele Betriebe umdenken müssen. Aber diese Herausforderung müssen wir annehmen, meine Damen und Herren. Und wenn man dann richtig hingehört hat, beim Koalitionsausschuss haben wir uns natürlich mit dem Thema Altersarmut beschäftigt. Und wer jetzt behaupten würde, dass das Thema Altersarmut die Menschen nicht interessiert, weil wir uns ja nur mit Sachen beschäftigt haben, die die Menschen nicht interessieren, der sagt schlichtweg nicht die Wahrheit. Weil das Thema Altersarmut ein Thema ist, meine Damen und Herren. Und Sie haben damals unter Rot-Grün die Grundsicherung eingeführt. Wir haben damals die Grundsicherung übernommen. Das war eine richtige Entscheidung. Ich rate uns jetzt allen, diese Entscheidung, die so alt auch noch nicht ist, nicht wieder so schlecht zu reden, dass die Menschen den Eindruck haben, das sei etwas, was gar nicht akzeptabel ist. Das gibt es in vielen Ländern nicht, eine Grundsicherung. Aber wir sagen auch, wer 40 Jahre gearbeitet hat, wer privat vorgesorgt hat, der soll eine Rente aus der Rente bekommen, meine Damen und Herren. Und dafür steht die christlich-liberale Koalition. Und dafür werden wir unsere Vorschläge vorlegen. Und dann möchte ich daran erinnern, dass der wichtigste Faktor, mit dem wir unseren Wohlstand erhalten können, die Investition in Bildung und Forschung ist. Hier hat die Koalition mehr getan als alle vor ihr. 4 Milliarden Euro mehr. Jeder weiß, dass Wissenschaftler aus dem Ausland wieder zurückkommen zu uns, weil die Berechenbarkeit von Forschungsbedingungen in Deutschland inzwischen ein Standortmarkenzeichen geworden ist. Aber ich will auch noch mal daran erinnern, was wir geschafft haben in den Bereichen, in denen wir mit den Ländern auch zusammenarbeiten und wo wir 2008 einen Qualifizierungsgipfel mit den Ministerpräsidenten hatten. Wir haben inzwischen eine Studienanfängerquote von 50%. Wir haben inzwischen weniger Schulabbrecher. Wir haben inzwischen mehr Migrantinnen und Migranten, die auch einen Schulabschluss machen. Es sind immer noch zu viele. Es sind immer noch fast doppelt so viele. Aber wir sind auf einem guten Weg, und diesen Weg werden wir ganz gezielt fortsetzen, gerade im Bereich der Integration. Denn hier zeigt sich auch, wie wir in der Zukunft mit unserer Gesellschaft auch wirklich klarkommen können. Und meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Jugendarbeitslosigkeit die geringste oder mit die geringste in Europa ist, dass sie halbiert wurde in den letzten Jahren, das ist doch ein Riesenerfolg. Und sagen wir doch den Jugendlichen, hier arbeiten wir weiter. Keiner darf verloren gehen. Aber malen wir doch nicht ein schwarzes Bild von Deutschland. Und wenn es um Kooperationsverbote geht, meine Damen und Herren, dann empfehle ich Ihnen einfach mal der beantragten Änderung des Grundgesetzes Artikels 91b zuzustimmen. Da wollen wir genau das Kooperationsverbot im Wissenschaftsbereich aufheben. Die Bundesbildungsministerin ist glücklicherweise so mutig, dass sie es einfach macht, was notwendig ist, sei es in Baden-Württemberg, sei es in Berlin jetzt mit Charité und Delbrück-Institut. Aber es wäre schöner, wir könnten es auf eine gemeinsame Grundlage stellen. Also sträuben Sie sich nicht, seien Sie mutig, gehen Sie aufs Kooperationsverbot, da wo es jetzt zuerst zu ändern ist. Das ist meine Aufforderung an Sie, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, natürlich sind wir gerade im Energiebereich vor große Herausforderungen gestellt. Wir haben jetzt glücklicherweise einen Arbeitsmodus mit dem Ministerpräsidenten gefunden und hier eine vernünftige Kooperation.
eine vernünftige Kooperation. Sie wissen, dass wir, wenn ich mich recht erinnere, im Juni des Jahres 2012 die Energiewende beschlossen haben. Der Kooperationsmodus ist ein Jahr später in Kraft gesetzt worden. Wir werden jetzt im Dezember den ersten Monitoringbericht bekommen, den werden Sie beraten können. Und wir sagen doch überhaupt nicht, dass es nicht eine ganze Reihe von wirklichen Herausforderungen gibt. Und vor welchen Herausforderungen wir da stehen, haben wir ja bei der erneuerbaren Energienovelle zur Photovoltaik erlebt. Es waren nicht die Koalitionsfraktionen, die einen schnelleren Abbau verhindert haben, sondern es waren zum Schluss die Abstimmungsmechanismen mit dem Bundesrat. Und ich sage nur, es geht um eine bessere Verzahnung, und das müssen wir schaffen. Und deshalb werden wir bis März auch Vorschläge dazu vorlegen. Im Übrigen sind wir dazu auch mit dem Ministerpräsidenten übereingekommen, dass wir besser vernetzen, die zunehmende und inzwischen ja fast auch an vielen Bereichen und an vielen Stunden des Tages gleichrangige Versorgung mit erneuerbaren Energien mit grundlastfähigen Kraftwerken. Und zwar so, dass die Dinge Hand in Hand gehen, dass die Speichermöglichkeiten besser werden und dass wir die entsprechenden Netze dafür auch haben. Dafür ist eine Vielzahl von Gesetzgebungsverfahren in Arbeit, die ich hier nicht alle aufzählen möchte. Wir werden die Energiewende allerdings nur schaffen, wenn wir auch im Bereich der Energieeffizienz etwas schaffen. Und hier gehört es wirklich zu den Paradoxien, dass Sie das Wort Energieeffizienz zwar wunderbar im Munde führen, aber da, wo die gesamte Gesellschaft, alle Verbände, von den Gewerkschaften über die Umweltverbände bis zu den kommunalen Spitzenverbänden, bis zu Handwerksverbänden und den restlichen Wirtschaftsverbänden, alle sagen, bitte lasst uns ein steuerliches Anreizprogramm zur Gebäudesanierung machen, haben Sie bis jetzt uns keine vernünftige Antwort gegeben, meine Damen und Herren. Das ist die Aussage. Und Sie wissen genau, eine solche steuerliche Förderung der Gebäudesanierung finanziert sich nicht nur aus sich heraus, sondern sie schafft noch Mehrwert. Das sagt jeder, der von der Sache Ahnung hat. Und deshalb sollten Sie das wirklich noch einmal überdenken. Meine Damen und Herren, natürlich ist Deutschland mit dem, was ich hier beschrieben habe, mit dem, was wir noch weiter in Angriff nehmen werden, nicht eine Insel, sondern tief vernetzt in die Weltökonomie und in die europäische Wirtschaft. Und Europa befindet sich in einer ernsten Lage. Und deshalb finde ich, sollten wir auch mit wirklicher Ruhe, mit Anerkennung für das, was in Europa passiert, aber auch mit der Anerkenntnis, dass diese Dinge nicht in ein, zwei Jahren zu lösen sind, auf das schauen, was da passiert ist. Und wenn der Chef des EFSF und des ESM, Herr Regling, vor wenigen Tagen uns sagt, die Unterschiede in den Lohnstückkosten zwischen Nordeuropa und Südeuropa sind von 50% auf 20% heruntergegangen, dann ist das nicht alles, aber es ist ein wichtiger Indikator, der dafür spricht, dass daraus auch Arbeitsplätze entstehen werden, genauso wie aus den Arbeitsmarktreformen, die wir in Deutschland durchgeführt haben, meine Damen und Herren. Und wenn Sie die 500 Seiten, die wir zu den Veränderungen in Griechenland Ihnen übersandt haben, einmal durchschauen, dann wissen Sie, dass es hier nicht vorrangig um Sparauflagen geht. Hier geht es auch um Sparen, insbesondere im öffentlichen Sektor. Aber hier geht es um einen tiefgreifenden und notwendigen Umbau des griechischen Staates, damit die Menschen in Griechenland auf lange Strecke auch wieder eine Chance haben, auch in Wohlstand zu leben und ihre Zukunft selbst gestalten zu können. Und ja, es ist richtig, natürlich ist es eine politische Entscheidung, zu sagen, wir wollen, dass Griechenland im Euroraum bleibt. Natürlich sind wir in Europa durch gemeinsame Werte verbunden. Aber das entbindet uns doch nicht davon, darauf zu achten, dass die Reformen in Griechenland zum Wohle der Menschen in Griechenland auch wirklich durchgeführt werden. Und deshalb ist die Kombination auf der einen Seite von Anforderungen für Veränderungen und von Solidarität auf der anderen Seite genau die Antwort, die richtig ist in dieser Situation Europas. Und es ist eine gute Nachricht, dass die Troika jetzt bereits gesagt hat, dass die Vorgaben zur Veränderung des Landes in Griechenland erfüllt wurden, die sogenannten vorher einzuführenden Maßnahmen, Prior Actions, durchgeführt wurden.
Das ist ein wichtiger Fortschritt, und ich weiß, wie viel Anstrengung das die griechische Regierung gekostet hat. Und deshalb werden auch keinerlei Abstriche an den Erwartungen, an die Reformen gemacht, bei deren Umsetzung Deutschland im Übrigen hilft, sowohl im Gesundheitsbereich als auch beim Aufbau der lokalen Verwaltung, sondern angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung in Griechenland, aber auch in Europa und weltweit, gibt man Griechenland 2 Jahre mehr Zeit, um den Primärüberschuss zu erreichen, der vorher veranschlagt war. Wir kennen das im Übrigen ja auch, denn bei uns hat sich die Wachstumsprognose seit dem Frühjahr auch halbiert. Also es ist nicht so, nur so, dass in Griechenland die Prognosen nicht ganz richtig sind. Daran sind wir spätestens seit der Krise gewöhnt, dass wir da öfter mal was Neues hören. So, und jetzt geht es darum, die notwendigen Finanzierungen bereitzustellen. Und da möchte ich erstmal ein herzliches Dankeschön an den Bundesfinanzminister sagen, der immer noch hier gut auf der Regierungsbank sitzt, obwohl er die ganze Nacht gearbeitet hat. Danke. Und Sie dann alle noch informiert hat. Und aus diesen Informationen wissen Sie, wie die Planungen sind. Ich will das hier nicht im Detail darstellen. Ich glaube, es gibt Chancen, man weiß es nicht, aber es gibt Chancen, am Montag dann eine Lösung zu haben. Aber ich möchte eine Bemerkung noch machen. Diese Sehnsucht, auf die bin ich hier schon oft eingegangen, es möge doch die eine Aktion geben, den einen Befreiungsschlag, die eine Wahrheit, mit der morgen die Probleme nicht mehr auftauchen. Diese Sehnsucht wird es nicht geben, meine Damen und Herren. Die Sehnsucht gibt es, aber die Antwort auf diese Sehnsucht wird es nicht geben. Sie ist menschlich verständlich, diese Sehnsucht, aber es wird sie so nicht geben, die Antwort. Es ist ein Prozess, und was über Jahre und Jahrzehnte nicht gemacht wurde, kann nicht über Nacht aufgehoben werden. Und deshalb werden wir auch weiter schrittweise vorgehen müssen, meine Damen und Herren. Morgen beginnt ein Europäischer Rat, der auch von großer Bedeutung ist. Ich weiß nicht, ob wir morgen schon die abschließenden Ergebnisse schaffen können. Wir wollen das. Oder übermorgen. Notfalls müssen wir uns dann noch mal treffen, Anfang des nächsten Jahres. Es geht um die mittelfristige finanzielle Vorausschau. Und weil hier nach der Frage des Wachstums gefragt wurde, will ich vielleicht noch mal darauf hinweisen, wir haben den Wachstumspakt beschlossen. Und dieser Wachstumspakt wird natürlich umgesetzt. Der kundige Thebaner weiß, dass wir zum Beispiel unser Geld für die Europäische Investitionsbank überwiesen haben. Der noch kundigere Thebaner weiß, dass damit schon erste Programme von Herrn Heuer bearbeitet wurden. Und wenn die Europäische Kommission dann noch alle beihilfefraglichen Sachen geregelt hat, dann stehen 500 Millionen für Portugal, für Griechenland und vieles andere bereit, was vorher nicht bereitgestanden hat. Wir haben uns also wirklich richtig entschieden, als wir gesagt haben, Wachstum, Investitionen stärken, Europäische Investitionsbank stärken. Waren wir ja alle einer Meinung, wollte Ihnen nur noch mal mitteilen, das läuft auch. Und gleichzeitig, wenn Sie sich mal anschauen, wie viel flexibler die Strukturfonds heute verwendet werden können, zum Beispiel zur Kofinanzierung für kleine und mittlere Unternehmen, damit sie bei der Europäischen Investitionsbank einen Kreditantrag stellen können, dann wissen Sie, dass wir natürlich genau auf die Beschlüsse des Wachstumspaktes auch die richtigen Antworten schon gefunden haben. Und die mittelfristige finanzielle Vorausschau ist jetzt genau die Fortsetzung. Und Deutschland hat sich so stark gemacht, das jetzt schon Ende des Jahres 2012 zu entscheiden. Ich bin neulich gefragt worden, warum denn das jetzt auch noch? Und da habe ich gesagt, deshalb, damit Planbarkeit da ist, damit Planungssicherheit da ist. Denn für viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die im Augenblick Haushaltskonsolidierung machen, sind die europäischen Investitionsmittel fast die einzigen Mittel, die für Investitionen in die Zukunft zur Verfügung stehen. Und deshalb brauchen wir diese Planbarkeit, und deshalb wird sich Deutschland dafür einsetzen. Sie verstehen sicherlich, dass es natürlich auch eine Reihe von Eigeninteressen geht, von der Agrarpolitik bis zu den neuen Bundesländern, die wir in den Verhandlungen auch vertreten werden. Das Auswärtige Amt, Staatsminister Link, hat das Ganze intensiv vorbereitet, und wir werden das jetzt fortsetzen in den Verhandlungen, jetzt in den nächsten Tagen. Aber insgesamt geht es hier natürlich auch darum, wie stellt sich Europa in der Zeit von 2014 bis 2020 auf? Können wir zum Schluss sagen, ja, wir tun mehr für moderne Netze? Ja, wir tun mehr für Investitionen in Forschung und Entwicklung? Ja, wir haben weniger Bürokratie in manchen Bereichen? Und wir können besser investieren, denn einiges kann auch über die Kommission da noch geleistet werden. Und meine Damen und Herren, wir werden also daran arbeiten. Und ich will auf einen weiteren Bereich in Europa kommen, der natürlich wichtig ist. Wir alle wissen, die Finanzkrise konnte nur dadurch entstehen,
dass die Regulierung der Finanzmärkte nicht ausreichend war. Und deshalb will ich an dieser Stelle auch noch mal eine klare Antwort geben. Es haben sich ausreichend Mitgliedstaaten gefunden, die in einer verstärkten Kooperation an der Finanztransaktionssteuer arbeiten werden. Der Kommissionspräsident selber hat mir noch mal gesagt, dass es für ihn oberste Priorität hat, dass wir das auch wirklich umsetzen, sehr schnell. Und insofern laufen die Verhandlungen. Genauso wie Sie wissen, dass Deutschland in vielen Fragen der Bankenregulierung Vorreiter war. Wir haben die Leerverkäufe verboten, das ist inzwischen in Europa Gemeingut. Wir haben den Hochfrequenzhandel verboten, wir hoffen, dass Europa folgt. Wir waren die Ersten, die ein Restrukturierungsgesetz für die Banken hatte. In Europa arbeitet man jetzt glücklicherweise daran. Und beim nächsten G20-Treffen, ich habe gerade mit dem russischen Präsidenten auch darüber gesprochen, die ja die G20-Präsidentschaft haben, wird das Thema Schattenbanken, was in der Tat ein Riesenthema ist, eine zentrale Rolle spielen. Und das Financial Stability Board hat genau am Sonntag dazu Vorschläge gemacht. Und ich werde alle Kraft daran setzen, hoffentlich mit Ihrer Unterstützung, dass wir genau in dem Bereich vorankommen. Denn ansonsten schaffen wir nicht, was wir uns vorgenommen haben, nämlich dass jeder Finanzplatz, jeder Finanzmarktakteur und jedes Finanzprodukt einer Regulierung unterworfen wird. Und möglichst nicht nur in Deutschland, möglichst nicht nur in Europa, sondern möglichst überall auf der Welt. Und ich will auf die Initiative des Finanzministers noch verweisen, der mit dem britischen Finanzminister auch das Steueroasentum noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt hat, auch eine ganz wichtige Initiative. Also, wir sollten daran gemeinsam arbeiten, denn die Widerstände liegen weniger in Deutschland, sondern sie liegen außerhalb Deutschlands, und da haben wir alle noch viel zu tun, meine Damen und Herren. Und wenn ich über die Lage in Europa spreche, dann sei auch ein Blick auf die internationale Lage geworfen. Wir sehen in diesen Tagen, dass wir in einer sehr fragilen Situation in einigen Regionen leben. Ich möchte dem Bundesaußenminister danken, dass er im Nahen Osten jetzt unterwegs war und wichtige Impulse gesetzt hat dafür, dass wir hier einen Beitrag leisten, um natürlich einen Waffenstillstand zu bekommen, aber auch ein Zeichen, und ich sage das ganz bewusst, an Israel. Denn die Gewalt hat ihren Ausgangspunkt genommen mit Beschüssen der Hamas auf israelisches Gebiet. Und wir können uns, glaube ich, alle nicht vorstellen, wenn man nicht dort war, was das bedeutet, wenn man immer Angst hat, mit seinen Familien wieder beschossen zu werden. Und deshalb sage ich ausdrücklich, es gibt das Recht auf Verteidigung für die eigene Bevölkerung, und dieses Recht hat der israelische Staat, und er hat die Pflicht. Nichtsdestotrotz, und das wird heute in der außenpolitischen Debatte sicherlich noch eine Rolle spielen, werden wir natürlich alles daran setzen, eine Eskalation der Gewalt zu vermeiden, einen Waffenstillstand zu bekommen und den politischen Prozess so schnell wie möglich und so schwierig wie das ist, wieder in Gang zu setzen. Denn zu ihm gibt es mittelfristig und langfristig keine vernünftige Alternative. Und meine Damen und Herren, wir erleben seit Monaten quälend, wie in Syrien Tausende und Abertausende von Menschen sterben angesichts der Gewalt. Über 400.000 Flüchtlinge in den Nachbarländern von Syrien. Wir erleben, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nicht zu einer gemeinsamen Stimme findet. Und dies ist bedrückend. Und wir haben auch erlebt, wie ein Mitgliedstaat unseres Bündnisses, der NATO, angegriffen wurde. Und deshalb hat die Bundesregierung natürlich auch in Konsultationen mit Ihnen ganz engen gesagt, wenn ein Partner in der NATO an uns einen Wunsch hat, dann prüfen wir das, und dann suchen wir natürlich, diesen Wunsch auch zu erfüllen. Natürlich schauen wir uns an die Bedingungen, und selbstverständlich wird das alles hier im Parlament umfassend diskutiert. Das ist das Wesen unserer Parlamentsarmee. Aber es zeigt auch, wie schnell wir sozusagen und wie nah wir doch den Krisenregionen sind und wie kostbar das Gut des Friedens ist. Und ich will einen dritten Schwerpunkt nennen, Mali, wo wir uns anschicken, dass eine Ausbildungsmission der Europäischen Union zusammengestellt wird. Auch hier engste Abstimmung mit dem Parlament.
aber auch hier, wie ich finde, ein richtiger Grund zu sagen, wir wollen da keinen eigenen Einsatz machen. Aber wir sind schon verpflichtet, wenn es um den Kampf gegen Terrorismus geht, unser Wissen, unsere Fähigkeiten in der Ausbildung weiterzugeben. Und deshalb diskutieren wir dies auch ganz intensiv. Und wir werden in diesem Jahr noch ein neues Afghanistan-Mandat miteinander diskutieren und auch beschließen oder beginnen, das zu beraten. Und da möchte ich ganz klar sagen, es gibt viel zu tun in Afghanistan. Aber wir befassen uns inzwischen mit dem Prozess der Übergabe von Verantwortung in Verantwortung. Wir können die Zahl unserer Soldatinnen und Soldaten reduzieren. Das ist eine gute Nachricht. Wir haben Erhebliches erreicht bei der Ausbildung der afghanischen Streitkräfte und bei der Ausbildung der afghanischen Polizei. Auch das ist wichtig. Und ich male hier kein geschöntes Bild. Ich kenne die Probleme. Aber ich sage, das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und wir sind uns einig, dass wir unseren Soldatinnen und Soldaten danken, von Herzen danken für ihren Dienst in Afghanistan, der alles andere ist als ein einfacher. Und wir sind uns einig, und das zeigt auch die vernetzte Kooperation in der Bundesregierung, dass wieder das gilt, was gilt für alle militärischen Konflikte. Alleine militärisch werden wir keinen Sieg erringen. Es muss eine politische, eine Entwicklungskooperation geben, eine Sicherheitskooperation. Und ich glaube, auch darüber gibt es ja eigentlich gar keine unterschiedlichen Meinungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Debatte findet also statt in einer schwierigen Situation in Europa, in einer fragilen Situation in vielen Regionen der Welt. Und umso mehr können wir uns noch einmal glücklich schätzen, dass wir in Europa leben, dass diese Europäische Union am 10. Dezember den Friedensnobelpreis verliehen bekommt. Im Übrigen nicht in einer Zeit, in der Europa große Erfolge zu verzeichnen hatte, als der Kalte Krieg zu Ende ging, als die Europäische Union erweitert wurde, als der Euro eingeführt wurde, sondern in einer Zeit, wo auch wir beweisen müssen, dass wir an unsere europäische Zukunft glauben. Und ich darf Ihnen sagen, wir in der Bundesregierung tun alles dafür, damit der Satz, den wir zu 50 Jahren römische Verträge gesagt haben, wir sind zu unserem Glück vereint, damit dieser Satz auch in Zukunft gilt. Das ist ein wesentlicher Teil der Arbeit der christlich-liberalen Koalition. Andere habe ich Ihnen vorgestellt. Wir tun unsere Arbeit für heute, für morgen, für die Zukunft und vor allen Dingen für die Menschen in diesem Lande. Das zeichnet uns aus. Herzlichen Dank.